So, wir spielen Witchfire. Oh shit, Vollbild. So, wir spielen Witchfire. Das ist die Anmod. Ganz ehrlich, Anmoderation ist auch so komplett überschätzt. Kein Mensch guckt auf YouTube irgendwas wegen einer Anmod, oder? Au. Ja doch, das sind die ersten paar Sekunden im Video. Ja, aber die Leute klicken noch drauf, weil sie Witchfire sehen wollen. Ja, aber in den letzten 10 Sekunden nichts Geiles passiert, dann schalten sie ab. Es passiert aber was Geiles. Was denn? Jetzt gleich, wenn es losgeht. Guck, jetzt muss ich erstmal den Greenscreen machen und das Fenster ist frei. Oder? Es passiert doch, es wird doch jetzt richtig geil. Jetzt schon 50% weg, meine. Nein, aber das sind 50% Lappen. Also wer klickt denn auf ein Witchfire-Video und ich bin so schnell ins Spiel gegangen wie noch nie. Also das kann ich nicht mehr gutheißen dann. Das ist dann wirklich das Problem des Konsumenten. So, wir spielen Witchfire, ich bin Level 17 und ich habe ein kleines Problem. Wir sind nämlich in der Situation für alle, die letzte Folge, ich glaube, die ist noch gar nicht auf YouTube zum Zeitpunkt jetzt, wo ich das hier spiele. Aber für alle, die es im Livestream gesehen haben. Ich bin beim ersten Boss und der ist kein Zuckerschlecken und ich glaube, ich bin noch nicht ready für den. Ich muss noch ein bisschen grinden und stärker werden für den ersten Boss. Wir gucken mal, was ich hier zurzeit eigentlich mir gedacht habe bei meinem Equipment. Genau, ich habe die Ricochet, die man auch als Startwaffe bei den anderen Klassen hat, habe ich mir jetzt mal ausgestattet, die habe ich mir erforscht. Können mal gucken, was ich hier mittlerweile schon echt ganz gute Waffen. Hier ist ganz geil der, die Stake Gun. Hier ist eine neue Shotgun, die ich habe. Die Shotgun Echo. Die ist nicht schlecht. Allerdings sehr wenig Munition. Ja gut, meine Sniper ist eigentlich gesetzt, weil die halt einfach geil ist. So, dann habe ich hier dieses neuen Heavy Spell erforscht. Das ist Iron Cross. Das ist im Prinzip ja, ein Zauberspruch, der die Gegner festhält für eine Zeit lang. Ist nicht schlecht. Und die Fireballs. Ich habe wieder zurückgewechselt vom Fire Breath auf die Fireballs, weil der Fire Breath einfach auch irgendwie scheiße ist. Ach so, und die Zyste habe ich mal probiert. Mit der bin ich auch nicht so richtig klargekommen. Ja. Das ist so momentan der Build, mit dem ich spiele. Was haben wir hier im Research-Programm? Wir gucken mal. Gar nichts. Guck mal, ich kann keine Close-Ranged-Web machen. Da steht aber nicht, warum. Es ist einfach rot. Ich kann eine Medium-Ranged-Waffe erforschen. Ich kann noch mal eine Long-Range, wobei ich mit der Sniper echt sehr zufrieden bin. Okay, für Demonic-Web habe ich zu wenig Geld. Neuen Light-Spell. Ich könnte aber auch erstmal Geld sparen, oder? Obwohl, dann ist natürlich ein bisschen Verschwendung. Komm, wir machen einen Light Spell, damit wenigstens irgendwas erforscht wird, während wir in der Mission sind. Und wir können... Ich habe übrigens noch... Hier, nee. Hier. Ich habe einen Ring erforscht. 20 Gold gekostet, also nicht billig. Aber wir sehen es. Dash leaves behind a delayed bomb that damages and knocks back enemies. Was halt ganz geil. Also ist schon ganz cool. Diese Relics und Fetisch und Ring, das ist schon ganz cool dafür, dass die einfach passiv irgendwas Geiles machen. Das hier nehme ich. Ne, wenn ich hier slide, machen die hier so eine kleine Explosion. Das wird jetzt nicht in der Regel der ultimative Game Changer sein. Aber ist ganz nett. So, wir gehen mal rein, gucken mal, wie weit wir kommen. So. Wieso den Island of the Damned? Wir sind noch Starlet Coast. Okay, wir gehen rein. Erstmal kurz Map. Gucken, wo hier was ist. Hier ist der Boss. Hier ist der Extraction Point. Was sind denn noch interessante? Also wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen gegen den Boss, dann kommen wir nicht drum rum, alle Köpfe zu killen, um unsere Boons zu bekommen. So ist das leider. So,
Sonst sind wir nicht stark genug, würde ich jetzt einfach mal. Was ist da? Was geht da hinten ab? Jetzt nichts mehr. Da ist auf jeden Fall Action. Das müsste ein großer Kopf sein, oder? Na, wo gucke ich hin? Hier hin. Na, geht eigentlich. Gehen wir gleich hin. So, und wir müssen ein bisschen hier die Waffe hochleveln, dass sie wenigstens auf Level 1 ist. Was ist hier? Sehen wir noch nicht die Kiste? Okay. Hier ist meistens Action. Ja. Er ist fast tot. Ich höre Steps. Nein, falsche Waffe. Oh, voll daneben gezogen. Scheiße. Guck da die Explosion. Halt sehr munitionsintensiv. Macht halt nicht viel Schaden, diese Explosion, aber ist irgendwie ganz geil, gerade so in der Rückwärtsbewegung. Übrigens, ich glaube, man kann auf diese Symbole noch einen Boon. Das ist natürlich geil. Direkt zwei. Was kommt? Power Drain, Damage Boost for Spells and Weapons when Stamina is fully drained. Instead of regular Witchfire Dead, enemies drop quickly dissolving high potency Witchfire Orb. Oh, was nehmen wir? Damage Boost for Spells and Weapons when Stamina is fully drained. Ja, das bringt nichts. Das ist zu selten. Fully drained. Critical Hits produce more Lightning Bolts. Increased Lightning Bolt Damage. Ich hab doch gar keinen. Hä, was bringt mir denn Lightning Bolt? Ich hab gar keine Lightning Bolts. Was sollte ich sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach, mein Heavy Spell macht Lightning Bolts. Doch, tatsächlich. Stimmt, ich habe ja noch Zaubersprüche. Ich vergesse halt immer meine Zaubersprüche. Ich benutze sie fast nie. Ich vergesse das einfach. Ich bin so in the zone. Aber ich wollte irgendwas sagen. Aber jetzt habe ich... Huh, was? What the fuck hat mich gerade erschreckt, ey. Jesus Christ. Ich höre doch Steps. What the fuck? Was macht denn hier diese Geräusche, ey? Hört ihr das? What the fuck? Was ist das? Muss ich mich sogar heilen? Das kam einfach aus dem Boden. Was? Schon wieder? Was ist das? Kleine Beeren fallen, die aussehen wie Pflanzen, okay?
Boah. Was hab ich jetzt What the fuck is going on? Alter! Was ist hier los? Ach da, du kleine Ratte, ey. Alter, was ist das hier? Was fliegt hier von... Die schießen Mörser, die Wichser, ey. Und ich bin schon fast wieder komplett am Arsch, ey. Ich hätte nicht auf Gnosis Level 1 gehen sollen, das war ein Fehler. Alle, was ist das für ein Dude, ey? Was? Ey, hier ist komplett die Hölle ausgebrochen. What the fuck? Wo kommen denn die alle her, ey? Jesus Christ. Das ist irgendein, der hat einen roten, das ist irgendein Miniboss oder sowas. Guck mal, der hat auch so einen grünen Kopf, der kann sich teleportieren. Boah, Jesus. Da ist er down. Second Mysterium Incantation. Oh, das ist geil. Das kannst du, das können die auch droppen. Damit kann ich meine Waffen upgraden. Das wusste ich gar nicht, dass Gegner das droppen können. Ich dachte, das kann man nur erforschen. Das ist ein richtig geiles Item. Was der gedroppt hat. Oh. Das war knapp. Leider bin ich fast tot und habe keine Flasks mehr. Also es war... kam zu einem hohen Preis. Das kam zu einem hohen Preis, aber das... Das ist richtig schön. Was? Oh shit, da oben! Habe ich. Den habe ich. Den habe ich. Alter, ist das schwer. Ich habe ja auf Gnosis 1, das ist sozusagen die Weltstärke. Gnosis, auch wenn es lustig klingt. Aufgelevelt auf Gnosis 1. Oh shit, was ist das für einer? Wieder ein Grenadier, oder? Alter! Nur noch zwei Schuss. Geil. Hä, ich habe doch gerade super viel Munition eingesammelt.
Ach, das G ist silent. No, Gnosis. Die Hypnosis. Alter. Alter, ich komme hier nicht mal aus dem Anfangsdorf raus. Das ist ja unfassbar. Diese Eisbomben, ich finde, dass die zu lange, wenn ihr mich fragt. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier los. Kein Muni mehr in der Sniper. Wo ist das Flugvieh? Da! Jesus Christ, ey. Two critical hits in a row can drain extra bullet damage boosters. Oh, ich bin fast tot, Leute. Ich kann eigentlich direkt extracten. Ein Treffer und... What the fuck? Ach komm schon! Die kenne ich noch nicht, die Dinger. Die sind neu. Ach, das ist doch frech. Was, irgendwelche Bodenfallen da, die man nicht sieht. Jesus. Acht Gold nur. So, hier sehen wir es. Wir können eine Waffe upgraden oder sogar... Oder sogar unseren Fetisch upgraden. Nee, wir heben uns das. Ich heb mir das noch auf. Das ist zu geil. Ich heb mir das noch auf. Das sind die geilsten Items eigentlich. Zumindest Stand jetzt. Hier ist unser Shop-Guy. Aber der hat auch nichts mehr, was wir brauchen. Vielleicht für den Boss später. Aber jetzt holen wir uns erstmal unsere Seelen zurück. The fuck ist das? Was ist das? Das habe ich auch noch nicht gesehen, diese Kristallkugel. Ein bisschen Schiss, weil ich will meine Seelen. Ich kann hier nicht mit interagieren. Ja.
Aha. Wenn man da durchguckt, dann sieht man solche Schädel. Das ist ja ein interessantes Feature. Oh, wenn man zu nah geht, geht's nicht mehr. Seht ihr noch einen? Ich sehe keinen mehr. Manchmal muss man springen, um sie am Boden zu sehen. Ah, okay, vielleicht muss ich mal hier von so. Hä? Mann, jetzt nervt mich doch nicht, Jungs. Ich bin hier gerade am Rätsel lösen. Vielleicht gibt es keine mehr. Man hört die Dinger klickern. Ich höre nichts klickern. Ist nichts mehr. Full of magic. Increased weapon damage for each spell charged to its fullest. All weapon damage is critical for after casting. Das nervt mich jetzt. Meint ihr das hier? Hier höre ich was. Ah, da ist es. Oh, jetzt nerven hier die Dudes. Bam. Geil, Alter, eine Chest. Und es gibt eine Incantation. Noch eine. Das ist ja nur geil, Leute. Jetzt kann ich schon zwei Sachen upgraden. Ach, das Spiel wird besser, je länger man es spielt. Ich sag's euch. Das ist ja... Und immer wieder noch was Neues zu entdecken. Und wir sind hier noch Early Access. Ich sag euch, da wird noch so viel kommen, ey. Very High müssen wir natürlich cleansen. Ah, können wir noch nicht cleansen. Wir müssen erst unsere Seelen holen. Die liegen... Genau, vor uns. Ist da schon wieder so ein Ding? Guck!
Alter, was geht's hier schon wieder ab? Diese Stelle hier, ich will nur meine Seelen! Mach doch! Oh, ich hab sie. Okay, nicht zu weg. Jesus, 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 Jesus. Weg, 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 weg. So. Alter. Ist das der Grenadier, ne? Alter! Ich kann gar nicht sprechen, Leute. Ich muss hier Action machen. Maul. Shit. Hört es denn gar nicht mehr auf hier? Schon wieder, ich komme nicht besser aus dieser Geschichte raus als... Uah! Digga! Jesus fucking Christ! Ich komme hier nicht unbeschadet aus dieser Konfrontation raus. Ich bin genauso weit wie eben. Leute, und da ist schon wieder einer. Aber er hängt im Baum fest. Alter Schwede, ey. Genauso weit wie eben. Aber wir haben ein bisschen Witchfire und wir haben zwei Incantations. Hier hat mich doch vorhin einfach so ein Drecks... What the fuck? Da ist schon wieder so eins. Guck. Diese Drecksviecher, die sind neu. Und die erschrecken mich so krass. Und die sind halt für mich tödlich mit so wenig Energie. Ja, ey, es bringt nichts. Ich muss schon wieder extracten. Es bringt nichts. Ohne Flas, mit so wenig Energie. Noch ein Second Mysterium Incantation. Haben die irgendwas gepatcht?
kann eigentlich auch das Risiko nehmen, weil ich jetzt eh extracte. Da muss ich nicht die Kohle ausgeben. Oh shit, apropos extracten. Ich kann gar nicht extracten, weil das Portal zu ist. Ich bin so dumm, ich muss hier hin. Aber ich habe den Weg eigentlich geklärt. Ach du Scheiße. Komme ich da hin, Leute? Lebendig? Ich kann keinen einzigen Treffer mehr einstecken. Oh, das war dumm. Ich dachte, ich kann noch... Ey, das schaffe ich nicht. Weißt du auch, wisst ihr auch, warum ich es nicht schaffe? Weil ich bestimmt in irgendeinen... in so eine Bodenfalle laufe. Die können ja hier überall sein. Wenn ich nicht von irgendwas abgeschossen werde, dann erwischt mich so eine dumme Bodenfalle. Ich weiß es. Oh nein. Da ist ein Warden. Nein, hier sind Gegner. Wieso sind denn hier Gegner? Fucking hell, ey. Nein, jetzt habe ich auch noch Nervosität. Wo ist das scheiß Portal? Wo ist das scheiß Portal? Da. Geh auf! 20 Sekunden. Der Warden hat mich noch nicht gesehen. Der Warden hat mich noch nicht gesehen. Okay, sie haben mich gesehen. Geh auf, 4 Sekunden! Oh, Jesus Christ. Boah. Ist das schwer geworden, plötzlich, das Spiel. Muss man mal sagen, ey. Aber geil, weil es droppt richtig geilen Scheiß, ey. So, wir gucken mal. Ja, ja, boy, ist okay. Bei dem ist das Geile, man kann für Witchfire hier Gold kaufen. Und ist auch nicht so teuer, 3000 für eine Goldmünze. Was natürlich für Research gut ist. Aber wir müssen natürlich auch hochleveln, damit wir neue Research-Kategorien freischalten. Ich gehe mal ein bisschen auf Endurance. Guck mal, es kostet auch schon 20.000 ein Level ab. Also billig ist anders. So, und jetzt gucken wir mal hier. Wie viel haben wir? 14. Ich würde ja gerne eigentlich mal, was habe ich noch nicht? Ein Relic. Offensive Powers. Das heißt, für ein Relic brauchen wir 20 Gold. Da spare ich jetzt mal drauf. Oder? Nee, ich kann ja, jetzt habe ich ja aufgelevelt. Doch, warte, ich habe ja noch Dings. Ich habe ja noch Popseelen. Das könnte klappen. So, wir poppen ein paar Seelen. Naja, viel ist es nicht, aber die sind ganz gut hier. Use all. Wie viel sind das? 8000. Ich glaube, man kann noch mehr Kram verkaufen. Habe ich nicht noch mehr Stuff? Ich weiß auch gar nicht, was das hier alles ist, ehrlich gesagt. Strange Coin. Shard of Mask of Elias. Kein Plan, was das ist. Auch hier dieses Ding. King's Bell Consumable. Ich habe leider nicht mehr zum Verkaufen. Das reicht leider nicht ganz.
1000 fehlen. Das ist natürlich mal wieder richtig geil gelaufen. Ey, 16 Gold, das reicht so oder so nicht. Egal, müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber wir können Waffen upgraden. So. Das ist eh kostenlos. Das hätte ich auch eben schon machen können, tatsächlich. Up to 3 enemies can be tagged while aiming down sights, shooting warrior. Ja. Achso, okay. Ich muss erst noch mehr Stuff machen. Unveil Mysterium. Costs 1. Soll ich die Bell updaten? Ich glaube, den Mandrake, den date ich mal. Mach ich mal ein Upgrade hier. Nee, Ice Dome habe ich leider nicht. Den hätte ich gern, muss ich erforschen. Ich bleib aber mal in dieser Kombination, auch wenn das mit der Munition hier... Was heißt First Mysterium Action? 16 von 20. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. First Mysterium Actions. Sollst das machen, was bei 1 steht? Hä? Nee. Ach, die Waffe hat eine Fähigkeit? First Mysterium. Meinen die damit den Critical Hit? Jeder dritte Schuss? Ah, okay. So, wir gehen nochmal rein. Was soll ich machen? Wir müssen uns langsam... Und ich brauche diese 20 Gold Coins. Bringt ja alles nichts. So, jetzt spawne ich hier, wo ich zuletzt reingegangen bin. Theoretisch direkt neben dem Endboss. Aber der ist halt schwer. Was soll ich euch sagen? Man kann natürlich jetzt, wo ich eh nichts zu verlieren habe, auch mal reingehen, um den so ein bisschen zu üben, theoretisch. Was? Hab ich jetzt gemacht? The treacherous wisp wants me to follow it. Ah. Was ist das? Immer wieder was Neues in diesem Spiel. Hatte ich auch noch nicht. Aber ich gehe mal hinterher. Das lockt mich wahrscheinlich in die fiese Todesfalle da hinten, oder? Jetzt hänge ich. Lol, hat es mich in einen Bug reingelenkt? Was ist jetzt? Ja, lol. Das ist ja lustig. Der hat mich wirklich in einen Bug reingelenkt. Kann mich nicht mehr bewegen. Was kommt davon, wenn man so einem Wisp glaubt? Und jetzt ist er weg. Lol.
Oh, Granaten oder sowas wären eigentlich ganz geil. Kann man da richtig geil rein. Was denn? Das war doch ein Treffer. Das fängt doch schon mal viel besser an als zuletzt hier. Blood on an increased chance for slain enemies drop a healing elixir. Das ist sehr mächtig. Allerdings ist das, glaube ich, immer nur so eine 1% Chance. Damage Boost for Spells and Weapons when Stamina is fully drained. Ich nehme das mit dem Healing Elixir. Und eine Flask ist schon ganz geil. Oh, ich bin natürlich verflucht worden, obwohl die Chance klein war. Da weiß ich aber auch immer nicht genau, was macht der Fluch jetzt? Was habe ich jetzt, was ist jetzt bei mir passiert? Steht nirgends, ne? Welcher Fluch? Irgendeinen Fluch habe ich. Ah, links oben die Augen. Okay, bei 5 wird es gefährlich. Das ist die Stärke der Gegner hier oder was, was muss man... Wie muss man sich das vorstellen? So, achtet mal übrigens drauf. Hier in dem... Wenn man das Visier... Also... sieht, da die drei Totenköpfe, die Augen von denen leuchten, das ist dieser Special Skill. Ah, das ist übrigens eine Flask, die gedroppt ist, sehr geil. Oh, ich habe übrigens Federn. Ich kann hier eine Kategorie noch aufmachen. Burning enemies receive even more damage, critical kills und shocked enemies. Okay, recharge enemy death cost by the bolts. Das ist natürlich eigentlich Quatsch mit Donner und Feuer wahrscheinlich. Sollte man sich auf eine Sache konzentrieren. Bei 5 Augen kommt Sanity und spawn Gegner. Was heißt Sanity? Also was passiert? Calamity Event, dann schickt dir die Witch krasse Gegner hinterher. Okay. Achso, ne, hier habe ich ja geklärt. Man kann übrigens trotzdem Sachen finden, wie diese Maskenteile. Also, auch wenn keine Gegner oder so mehr da sind, es gibt natürlich trotzdem ab und zu Stuff zu entdecken. Hier zum Beispiel höre ich doch was. Siehst du? Found a locked supply chest. Wo denn? Da. Da muss man aufpassen. Manchmal fliegen die Items so hinter die Kiste.
Okay, wir müssen mal weitergehen. Hier, ich habe ein bisschen Schiss vor dem, aber das bringt ja alles nichts. Wir haben eigentlich zwei Flasks. Eine liegt sogar noch da, wenn die noch da liegt. Ich weiß nicht, ob die irgendwann despawnen. Nee, die liegt noch da. Ja, wir müssen es angehen. Ja, hier ist auf jeden Fall Action, die wir jetzt getriggert haben. Ah, den habe ich schon mal. Erwischt. Gift-Attacke. Einen habe ich ihm noch mitgegeben. Hält er aus. Boah. Und kein Risiko eingehen. Muss man, manchmal muss man auch Dämonik Dingenskirchen nehmen. Demonic Ammo, Chaos Flame, Bullets randomly cause double damage to burning enemies. Any weapon damage on burning enemies count as critical. Das ist fast das gleiche, ey. Das ist sehr gut. Wir gehen hier raus mit zwei Flasks, Leute. Leider nicht mehr viel Ammo. Auf keiner der Waffen. Aber wir leben. Und wir haben die Area geklärt. Hier gibt's eine Ammo-Chest. Oh, da wo ich herkomme, gibt's eine Ammo-Chest. Eigentlich muss ich zurück zur Ammo-Chest. Ohne Munition komme ich hier nicht weit. Das muss sein. Das ist gut. Das war sehr wichtig. Es gibt eine Melee-Attack, die muss ich aber auch aufladen. Die ist relativ stark, aber die kannst du auch nur... Irgendwie alle paar Sekunden ist die stark. Ich habe da auch noch nicht so ganz verstanden. Weil dieses Faustsymbol links über der Minimap eigentlich immer voll ist. Und das sieht aus, als ob das was ist. Lol. War eine richtig gute Idee, sich da nah dran zu stellen und dann drauf zu schießen. Hier kann es auch gern mal eklig werden.
Ups, falsche Waffe. Sorry. Wollte ich nicht. Also entschuldige ich mich beim Gegner, Alter. Was ist mit mir los? Ich liebe einfach diese Sniper. Das habe ich ja wohl sehr gut gemacht, Leute. Kann ja wohl mal nicht sich beschweren jetzt hier. Heavy Casting Fireball grants temporary boost to stamina and weapons. Enemies killed when burning collapse into fire orbs explode. Das gefällt mir. Ja, ja, man muss mehr zaubern. Das sind alles Perks, die man nur kriegt, wenn man zaubert. Warum habe ich das gemacht? Übrigens, 4 Augen haben wir da oben. Beim 5. Auge habt ihr gesagt, wird's krass. Wie kriegt man denn diese Augen? Weil ich habe ja nicht mich 4-mal verflucht. What the fuck? Das ist ein bisschen, genau, GTA Wanted Mode. Schaden bekommen, in Fallen treten, also eigentlich alles. Okay. Na, wir werden es wohl gleich noch erleben. Hier ist auf jeden Fall Extraction Portal. Hier ist noch eine Chest. Ja, hier geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Da ist ein Schlüssel. Den wollen wir natürlich mitnehmen. Ansonsten ist Munition. Was ist da? Da leuchtet irgendwas. Was ist da? Small. Claimen wir einfach so. Ging einfach mal das Risiko ein. So, jetzt holen wir uns die Munition da hinten. What the fuck? Jesus Christ, von der Schatzkiste so erschreckt zu werden, das kenne ich nur aus Dark Souls. So, wir sind wieder im Game, Leute. Sehe ich doch schon die Zabel da hinten. Hier geht es auch immer gut ab. Kommt von da oben runter. Von da oben runter. Da ist ein Portal.
Oh, eine Flask. Wie geil ist das denn? You feel familiar warmth. Warmth 3D. Ich glaube, wenn das da so rot schimmert, da ist immer Action auf jeden Fall. Okay, Witchfire Orbs. Haben wir das nicht schon? Nee, habe ich nicht. Wir können gucken, was hier. Last I fully heals. And temporarily increases health. Instead of regular Witchfire, elites can drop the biggest of Witchfire crystals. Nimmt das hier. Irgendwas ist passiert. Ich glaube, wenn es so vibriert, dann ist immer irgendwie eine spawnt eine Welle oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das nicht gut auf jeden Fall. Was ist das? Weapon kills partially reload the mags. Health sacrifice. Increased weapon damage at the cost of reduced mag. Auf gar keinen Fall. Chaos reload. After spending at least half a magazine, reload can apply a random element. Keine Ahnung. Diese Boons, die sind immer so ganz nett, aber die sind auch nicht so richtig krass, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich wird es das sonst auch zu einfach machen. Aber viele haben sehr kleine Trigger-Chancen. So. Das ist nicht so... Aber wer weiß, ich weiß nicht, wie weit man das noch steigern kann. Hier wollte ich doch hin. Wieso gehe ich denn da immer wieder weg? Ich glaube, das ist da oben, kann das sein? Wir gehen mal hoch. Dank des geilen Double-Jumps, kein Problem. Boah. Und ist hier oben was? Nein. Okay, warum wird die Chest angezeigt, wenn ich sie noch nicht aktivieren kann? Dann zeig sie mir doch erst gar nicht. Aber hier bei diesem Pentagramm. Explosive Pearl, please stranger, please make me whole again. Find the missing head. Oh, ich habe eine Quest tatsächlich. Ich soll den Typen wieder zusammensetzen. Das ist ja cool. Allerdings
Habe ich gar keinen Plan, wo der Kopf sein könnte. Wir könnten das mal auschecken hier. Find the missing head. Der kann natürlich überall sein. Ich habe auch keinerlei Indikator. Auf der Minimap siehst du ein Ausrufezeichen, da ist sein Kopf. What? Oh. Wo ist denn hier ein Ausrufezeichen? Ach, auf der Minimap, sorry. Ach, tatsächlich. Oh, da muss er erstmal drauf kommen. Tatsächlich. Danke, Chat. Okay, wir haben einen Auftrag. Okay, die Minimap muss ich fairerweise sagen, die habe ich mehr oder weniger noch gar nicht benutzt. Was wahrscheinlich nicht schlau ist. Hier so krass gehittet, bitte. Ich muss meine ganzen Flasks benutzen. Scheiße, ey. So kann das Momentum shiften, ey. Increased Weapon Damage at Full Health, das wird wahrscheinlich ein Traum bleiben. Safe Real Temporary Damage Resistance, oh, das ist nice. Aber nur 30% Damage Resistance, aber immerhin. Oh, da ist eine Healing Flask, geil. Geil, geil, geil. Oh, what the fuck? Sanity! Sanity! Leute, was geht jetzt hier ab? Hier kommen die Bosse. Hier ist der Boss. The fuck? Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab hier? Calamity defeated. Interact with its fading remains. Boah, hier ist ja mega Loot. Jesus, was ein Stress. Das war ja richtig geil. Ich habe richtig viel Shit gekriegt. Und wieder zwei Flasks und volle Energie. Was ist gerade passiert, Leute? Das hatte ich zum ersten Mal. Das ist ja richtig nice. Das ist ja richtig geil. $26 ist auch geil. Okay, Leute, das war mal richtig nice. Aber auch knappe Kiste. So,
So, wir sind eigentlich auf der Suche nach dem Schädel. Ich habe schon gedacht, das mit dem Schädel, das wird nichts mehr. Aber er könnte hier oben sein, theoretisch. Das ist noch ein Warden. Er sieht mich nicht. Okay. Was ist da schon wieder Rotes? Ist das der Kopf? Nee. Noch eine Incantation, wie geil. Wo ist das Ausrufezeichen? Da. Wir sind nah dran, wir sind nah dran. Ist er das? Das ist der Kopf. Lol. The head is gone. Denying the... Was? Ich darf nicht getroffen werden. Nein, alles umsonst. Oh. Das wusste ich nicht. Der Kopf ist gone. Oh, die Quest kaputt gemacht. Okay, jetzt weiß ich's aber. Aber das war natürlich... Das konnte man nicht wissen. Das konnte man nicht wissen. Wie gemein. Kopf ist gone. Hat jemand die Bong verkippt? Nesis? Was? Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Boss und ich bin eigentlich auch ziemlich aufgeladen, aber mit 30.000 Seelen in die Boss-Chamber zu gehen... Leider ist es bei diesem Spiel noch so, das müssen die unbedingt patchen, dass wenn man beim Boss stirbt, dass die Seelen im Boss-Room liegen und nicht vor dem Boss-Room. Das ist das Ding nämlich. Also soll ich jetzt extracten oder zum Boss, Leute? Was sagt Chat? Ich weiß eh, was Chat sagt. Echt eine dumme Frage. Aber das Geld behält man, oder? Die 29 Goldmünzen, die habe ich, ne? Ich glaube schon. Es geht nur um die Seelen. 30.000 aber. 30.000 Seelen, Leute, ey. Ich glaube, ihr seid keine guten Berater. Okay.
Gnosis 3. Hier unten ist der Boss-Room. Das sind 10 Goldmünzen, die ich mit mir rumschleppe. Ich glaube, ich gehe raus. Wisst ihr was? Ich gehe raus und dann gehe ich schnell rein und wir machen den Boss. Weil ich glaube, ich werde mich sonst... Weil das, ich habe auch keine Erfahrung bei dem Boss. Ich weiß nicht, was ist was anderes, wenn man schon 10-mal gegen den gekämpft hat und ungefähr weiß... Aber ich bin dann komplett überfordert und sterb einfach nur. Es ist einfach rausgeschmissenes Geld. Ich weiß, es ist die unspektakulärere Variante. Aber es ist die vernünftigere. What the fuck? Boah, diese Drecksviecher, ey. Mein Herz. Wir gehen jetzt gleich noch zum Boss. Mich ärgert das mit dem Kopf tatsächlich am meisten. Ich habe was gehört. Ich glaube, die führen dann immer zu Kisten oder so, ne? Diese Spuren. Führt er mich immer weiter weg vom Portal. Ich muss wissen, was es hier gibt. Bro, wir sind wieder am Anfang jetzt gleich. This better be good. Du Arschloch, das habe ich doch schon eingesammelt. Boah, ist das enttäuschend. Jesus. Das ist ja den roten... Oh Gott, da sind wieder voll Gegner. Danke für nix, Rotfüßel. Das war ja lame. Als ob ich dir nochmal folge. Hier muss es doch sein. Da oben, ne? Ja, ey, ich weiß, man hätte auch zum Boss gehen können. Es wäre für den Stream jetzt die spektakulärere Variante gewesen. Aber ich hätte mich echt sehr geärgert. Weil so dicke Beute... habe ich echt gesagt noch nie extracted.
Wo ist denn jetzt das Portal? Hä, das muss doch hier sein. Ach, da. So, das ist aber eine schöne Beute und wir haben noch einen Zauberspruch ready. So, Leute. Wir können aufleveln. Ne, wir machen jetzt erstmal Research. So, wir holen uns erstmal unseren neuen Zauberspruch. Was haben wir hier? Frostcone. An icy cloud that freezes enemies on its path. Okay. Ice build. So, was habe ich gesagt? Requires level 20. Siehst du, das kann ich noch gar nicht. Level 20, siehst du? Ein Heavy Spell können wir aber auf jeden Fall machen. Eine neue Demonic Weapon. Können wir doch eigentlich auch mal machen. Komm. So, und dann können wir den Ring of Exetera können wir upgraden. Dash leaves behind. Ach ja, das ist die Dash Bomb. Dash Distance ist erhöht, das ist ganz geil. Ist das unsere Sniper? Ja, ne? Machen wir. Consecutive Critical Hits decrease Zoom and Flinch and increase Handling and Bullet Bending. Consecutive Critical Hits decrease Zoom. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Vorteil ist. Ausprobieren. Ja, ein Eisbild wäre nicht schlecht. Ich mag das, wenn die Gegner eingefroren sind tatsächlich. So, wir können jetzt aufleveln, wie gesagt. Wir müssen auf Level 20 ja kommen. Und ich gehe auf... Wir brauchen mehr Heilpower aus den Flasks. Und 21.000 Seelen brauchen wir für Level 20. Kriege ich das durch die... Ich habe ja viel gesammelt. 2 sind 250. Naja, das wird nicht reichen. Das reicht nicht, wa? Ich habe auch keinen Bock, mit 10.000 Seelen reinzugehen. Deshalb kaufe ich mir stattdessen hier Gold. Ich glaube, das macht Sinn.
takes the ascension, tricking any witch into reorganizing her defenses. So, ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt im Prinzip direkt zum Boss. Und das machen wir auch. Ich versuche gar nicht erst groß zu leveln. Wo sind wir gespawnt? Das ist gar nicht mal so ein schlechter Spawn. Allerdings müssen wir... Das ist gar nicht mal so leicht. Das bringt ja alles nichts. Ich will ja erstmal, ich habe jetzt noch nicht den Anspruch, den Boss direkt zu packen. Das ist ja natürlich nice, aber mein Anspruch ist erstmal, den Boss kennenzulernen. Damit ich überhaupt weiß, was mich da erwartet. Und deshalb renne ich jetzt hier so durch. Und versuche einfach nur schnell. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Ach shit, ich brauche erstmal genug Witchfire, um die Tür zum Boss zu öffnen, glaube ich. Was kostet das? 2500 oder so. Da ist ein Warden, auf den habe ich jetzt keinen Bock. Oh nein, man muss es nicht nochmal öffnen. Okay, wir gehen rein. Das ist noch nicht der Boss, das sind einfach nur seine schergigen Minions. Glaube ich. Vielleicht ist das doch. Vielleicht ist er das. Okay. What the fuck is going on? Boah, der macht ja voll geil Damage bei denen hier, der. Ich mache kaum Damage bei ihm, kann das sein? Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hier auf die Minions zu gehen. Der Fucker hat sehr viele Minions. Es ist dunkel. Ich sag euch, die sehen hier alle gleich aus für mich. Ja, tot. Es ist ein bisschen schade, dass der Boss tatsächlich genauso aussieht wie die normalen Gegner. Und es da sehr dunkel ist. Ich muss, glaube ich, die Brightness ein bisschen hochstellen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, gerade zu erkennen, wer überhaupt der Boss ist und wer Minions.
Und eventuell ist die Sniper halt auch nicht die beste Waffe für einen Bossfight. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Vielleicht sollten wir auf eine Shotty gehen. Macht das mehr Sinn? Ich probiere es mal mit Shotgun. Problem ist, dass ich glaube, die Shotgun verbraucht auch. Ah, wir sind direkt da, das ist schon mal gut. Die Shotgun verbraucht leider auch Stamina, glaube ich, bald. Das ist ein bisschen dumm, dass es so viele Waffen gibt, die Stamina verbrauchen. Statt Munition. Ey, das ist so frech. Das habe ich doch auch schon mal geöffnet, den Durchgang. Der will jedes Mal wieder meine Kohle, wenn ich hier. Nee, das mache ich nicht. Das finde ich unverschämt. Oh, das ist ja super dumm gelaufen hier. Ich wollte einfach mich nur durchschummeln. Hey, jetzt habe ich viel weniger Stamina. Warum? Ich habe irgend so einen Malus gekriegt. Seht ihr, mein Stamina-Balken ist nur noch halb voll. Was ist denn jetzt passiert? Egal, ich gehe trotzdem rein. Ich habe eh nichts zu verlieren. Ah, da kommt er lang? Ne, er kommt nicht mehr wieder. Der kann sich wegbeamen, obwohl ich ihn eingefroren habe. Guck, man sieht nichts durch den Scheißrauch, ey. Haut aber auch rein, Junge. Aber Hälfte habe ich schon mal, ey. Ah, zu langsam. Lol, kommt er von der Seite. Kommt er da einfach von der Seite rangerauscht, ey. Aber das war schon okay. Ich muss nur die Knarre. Ist die besser oder die andere?
vielleicht lieber. Ich check noch mal kurz was. Was ist, wenn ich statt der die Psycho Pump nehme? Die lädt halt 8 Stunden nach, das kannst du vergessen, oder? Ich probiere es nochmal so. Natürlich habe ich den Curse mitgenommen, ist ja klar. Den nehme ich auch noch mit. Mir egal. Lol. Wie er sich immer rumbeamt, der Trottel. Oh oh, was ist jetzt? Nein, jetzt habe ich noch diese Calamity ausgelöst während des Bossfights oder was? Kann das sein? Pam! Oha, zweite Stufe oder was? The fuck is going on? Blockt? Und jetzt ist noch Sanity. Was ist denn jetzt los? Oh. Giftschild? Was? Was hat mich denn jetzt erwischt? Das war auf jeden Fall die zweite Phase, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich da erwischt hat. Das Gift ist außerhalb des Kreises. LOL. Das Gift ist außerhalb des Kreises. Okay. Genau falsch gemacht. Aber gut. Ich glaube, die Waffenkombi ist nicht so schlecht, auch wenn es unübersichtlich ist. Ich probiere es einfach nochmal. Nein, wieso denn hier? Kann ich nicht einfach jetzt direkt wieder rausgehen und sagen, ich will einen anderen Spawn? Aber ich glaube, ich komme wieder hier raus. Ich glaube, ich komme wieder hier raus, wenn ich auch durch das rausgehe.
über den Berg. Hier lang, da hoch, über den Berg, dahin. Aber es ist sehr schwer. Ist nicht kein guter Spawn. Mal hier an den Scheißgegnern vorbei, ohne Flas zu lassen. Das ist richtig nervig jetzt. Ich hatte so einen guten Spawn da oben bei der Mühle. Komme ich da überhaupt hoch? Nutzen wir die Zeit fürs Spiel. Tipps fürs Spiel heute. 3-1 für Eintracht Frankfurt. Natürlich. So, da ist der Boss. Ich habe quasi keine Flask mehr, weil ich mich jetzt heilen muss, damit ich wenigstens mit voller Energie reingehe. Das ist leider echt ein Problem in dem Spiel. Die Flask-Situation. Man hat wenig Heilung. Sehr wenig Heilung. Und wenn du einmal ein bisschen Damage genommen hast, kaum sage ich es, hier ist eine Heilung drinne gewesen, Gott sei Dank. Aber du hast eh nur zwei Flasks auf dieser Map. Und wenn du dann einmal Damage nimmst und dann quasi deine Flask verbrauchst, kannst du eigentlich schon umdrehen. Nein, das war dumm. Okay, Glück. Oh, und ich habe so viel Falling Damage genommen. Das war so dumm. Er beamt sich nach jedem Treffer halt weg, ne? Okay, habe ich auf ihn zu, Dingse. Oh, schade, das war gar nicht so schlecht, ey. Dafür, dass ich nicht mit Full Health und Flask reingegangen bin, das war nicht so schlecht. Besserer Spawn? Wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Einmal probiere ich es noch. Das war nicht so schlecht. Erste Phase ist mittlerweile easy. Ja, ist schon besser. Weil wir den einfach einmal freezen, dann pumpen wir einfach alles in den Reihen. Zweite Phase immer noch ein bisschen chaotisch, aber machbar. Ich glaube, man darf bei dem nicht so defensiv spielen. Je defensiver du bist, desto mehr von den Minions kommen und dann wird's irgendwann stressig. Aber wenn man quasi einfach sich nur auf ihn konzentriert und alles reinpumpt, was man hat, vielleicht
liegt mehr eigentlich diese Spielweise, würde ich sagen. Okay, komm. Let's go! Was passiert? Muss ich diese Dinger zerballern? Nee. Boah, da ist eine Flask. Boah, ey, es ist zu viel los hier. Komm! Nein! Hab ich ihn? Hat er mich? Was passiert? Oh! Ich dachte, ich hab ihn! Ich hab die Zaubersprüche komplett vergessen. Oh, ich dachte sogar, ich hab ihn gerade, Leute. Okay, komm, einmal noch. Ich muss Schluss machen, aber einmal noch. Scheiße, hätte ich früher die Zaubersprüche. Ich hab wieder mal vergessen, die Zaubersprüche zu benutzen. Ich hab nur einmal Zaubersprüche ganz am Ende benutzt. Wie dumm, ey. Sonst hätte ich den gehabt. Einfach komplett vergessen. Muss häufiger die Zaubersprüche benutzen, ey. Shit, das wär's doch fast gewesen. Aber ich glaube, den kriege ich jetzt hin, oder? Na, muss ein bisschen Glück haben, aber... Kriegen wir jetzt hin. Scheiße. Ich bräuchte mehr Demonic Ammo. Wenn ich die ein bisschen farmen würde vorher. Nein, jetzt kriege ich hier schon Damage oder was? Zickzack laufen. Da ist sogar was. Kein Supply Chest. Ist hier noch Ammo? Nee. Mich juckt's an der Nase.
Geil. Guck, das passiert, wenn man Zaubersprüche benutzt. Wo ist er denn? Da. Ich raff gar nichts mehr hier. Da ist eine Flask. Keine Muni mehr in der Shotgun. Blockt. Denn? Da. Wo ist er? Da? Wo ist er? Ich hab ihn! Yes, baby! Oh! Oh, wie geil! Nice. Was habe ich gekriegt? Habe ich was Geiles gekriegt? Witchfire habe ich nicht viel gekriegt. Habe ich irgendwas gekriegt? Ich habe doch das hier habe ich gekriegt, oder? Gems kept for a gift or the dark hour used for neither. Valuable for sale, okay. Aber ansonsten... Navigation Charts. Oh, doch, ich hab... ich hab die neue Welt freigeschaltet. Okay. Wow, nice. So cool, ey. Das Spiel ist so cool, Leute. Ich lieb das. Und wir können... Hä, wieso können wir aufleveln? Wir haben doch gar nicht so viel Seelen. Ach so, wahrscheinlich hat er das ausgerechnet, dass ich hier... Was passiert, wenn ich die alle benutze? 5.000, 6.000, 11.000, 16.000. Das könnte klappen. Ah, es klappt nicht. 20.000, wie viel brauche ich? 21.000, lol, 500. Es fehlen 500, ihr wollt mich wohl verarschen. Es fehlen 500 Witchfire. Was kommt davon, wenn ich rechne? Okay, aber wir können hier erstmal unseren neuen Zauberspruch. Wir haben einen neuen Heavy Spell. Cornucopia. The last bullet regenerates right after firing. Manual reload can still be executed. Does not work with demonic weapons. Das klingt richtig lame. Als Heavy-Zauberspruch. Das klingt ja richtig lame.
Ich wäre fast dazu hingerissen, obwohl, nee, wir wollen ja gleich unseren Ring, wenn wir Level 20 sind. Nee, wir wollen unser Relic, wenn wir 20 sind. Das kostet 17. Ach, dann könnte ich doch. Das passt genau. Nochmal ein Heavy Spell. Ich will diesen Ice Sphere, den es von dem anderen, von der anderen Klasse schon als Start-Weapon gibt. Die ist nämlich richtig nice. Das machen wir. First shot on attacked enemy deals massive stun damage. Iron Crosser, auch nicht so schlecht. Aber mache ich jetzt noch nicht. Aber wie kann ich... Hä? Doch. Pellets have delayed explosion that applies burn. Lethal shots push enemies back with great force. Okay. Auch nice. Warum haben wir denn immer noch was? Also wegen dem... Ja, scheiße, jetzt fehlen mir tatsächlich 500 Witchfire für Level 20. Die hole ich mir jetzt noch schnell, damit das ein cleaner Cut ist. Und dann gehe ich direkt wieder raus. Voraussetzt, ich finde hier jetzt schnell irgendwas. Das ist hier natürlich nichts. Keine Schatzkiste oder so. Hier wird ja wohl irgendwo ein bisschen Witchfire rumliegen. Oh, was ein Pech. Kann man jetzt eigentlich den Boss theoretisch auch farmen, oder? Wenn er die geilen... So, jetzt haben wir schon genug. Das war doch alles, was ich wollte. Der Boss droppt ja nichts. Ja, der hat diese Incantation halt, diese Upgrades, hat der gedroppt, glaube ich. Okay. Level up. Dann Ring erforschen. Nein, ich kann keinen Ring erforschen, weil ich zwei schon einen Auftrag habe, glaube ich. Ich bin ja so dumm. So, wir können jetzt auch die Third Enhancement machen. Das war ja so dumm, jetzt muss ich warten, bis die zwei fertig sind. Na gut, aber dann haben wir was fürs nächste Mal. Dann haben wir zwei Aufträge in, zwei Research-Aufträge schon in Arbeit. Und wenn dann einer fertig ist, kommt der Ring endlich. Oder nicht der Ring, sondern der, das Relic. Und dann geht's weiter mit, meiner Meinung nach, dem Überraschungsgame des Jahres. Ich sag's, wie es ist. Ich liebe dieses Spiel. Bislang, jetzt 10 Stunden drin, keine Ermüdungserscheinung. Immer noch hochmotiviert. Es macht einfach Bock. Es macht einfach Bock. Es ist ein geiler Shooter. Es macht richtig süchtig. Man macht immer Progress. Es ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Man muss schon richtig gute FPS-Skills haben, so wie ich.
Schreibt es in die Comments, was ihr von dieser Aussage haltet. Nee, macht einfach Bock. Witchfire, was soll ich sagen? Ich lieb's. Es wird auch weitergespielt. Bis zum nächsten Mal.